So Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man ZX Advent. Es fehlt nur noch ein Modell, das wir uns nun in diesem Part auch holen. Wenn wir auch das haben, steht uns der Weg zum Finale offen. Denn wir haben nämlich im letzten Part einen zweiten Datenträger gefunden, mit dem wir als einen Startcode erhalten haben, den wir irgendwo jetzt eingeben müssen in irgendeinen Transfer war. Und warum benutzt der Albert überhaupt Startcodes? Ist er etwa Marcel Davis oder was ist nun die neue Frage, die sich uns auch noch stellt? Aber gucken wir uns erst das neue Gebiet an. Es ist also die Kanalisation. Oh, was für ein Gestank. Das ist kein normaler Abwasserkanal. Kommt davon was drin? Kommt das von da drin, ey. Ich habe mal wieder den Satzbau gar nicht gescheckt. Wir Biometalle haben keinen wirklichen Geruchssinn. Und ich bin im Moment wirklich froh darüber. Wie unfair. Aber wie auch immer, hier ist was faul. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Lass uns reinschauen. Ja, Warpunkt aktivieren. Ja, und jetzt müssen wir den Transfer finden. Finden wir vielleicht hier das, was wir suchen? Sind die echt nach 3 Schlägen down? Okay. Also bei sowas bin ich wohl doch noch am Hard Mode gewöhnt. War ich eigentlich. Und bin. So, ich dachte, da wäre was. Jetzt reg mich so auf, meine ganzen Geräusche hier. Man weiß nie, ob jetzt jemand auf einmal in die Wohnung kommt oder jemand rausgeht oder das doch nur Lärm von draußen ist. Auch ein Grund, warum ich manchmal an manchen Tagen auch keinen Bock habe aufzunehmen. Ich habe eigentlich immer Lust daran, wenn diese Geräuschkulissen sind, dann sage ich mal, komm, mache ich einen anderen Tag. Deswegen, dann sage ich mal, ja, komm, lass ich vielleicht mal, dann kann ich jetzt mal was nicht hochladen. Und das ist dann, ist das auch mal eine Woche, die ich nichts hochladen kann, weil dann sowas auch einmal immer wieder kommt. Ja, und so kommen auch mit so ständigen Pausen immer zustande. Na gut, und dann halt noch Privatleben. Das ist Real Life. Ich glaube, wir haben so verdammt viel Zeit mal ein. Weil ich will ja wirklich richtig gerne, ich habe ja den Upload-Plan auch, ich will wirklich gerne immer regelmäßig auch was hochladen, am liebsten sogar noch mehr. Weil ich habe echt Spaß an dieser Sache, das ist echt ein geiles Hobby. Das Let's Play hilft mir auch allgemein, auch ich finde das wirklich auch gut auf meine Persönlichkeit aus. Also ich finde allgemein Let's Play ist auch wirklich gut für die Persönlichkeit, weil man da halt offener wird und das alles, weil man ja ein bisschen mehr redet, man kann sagen, was man will. Ja gut, sagen wir mal, was in Maßen hält und nicht so assig wird. Wieder hört mir ein Geräusch. Ich mach die. Ja, ohne Mist, ich mach gleich die Tür zu. Jetzt habe ich schon zugemacht, weil mich das gerade so aufgeregt hat. Naja, vielleicht noch, ob ja nur die Nachbarn finden, die ich hier nicht leiden kann. Die keiner hier leiden kann. Und das aus guten Gründen auch. Naja, aber vielleicht ziehen wir auch nochmal um in die Nähe zwar, aber vielleicht eine etwas andere, bessere Gegend, wo ich auch ein bisschen mehr Ruhe haben werde. Würde ich natürlich sehr geil finden. Ich wäre früher noch zur früheren Zeit, bevor ich den Führerschein das alles hatte, da war ich ja ganz schön gegen den Umzug, weil ich einfach keinen Bock hatte auf den ganzen Umzugsstress und ja, dann schon wieder muss ich wieder neue Busrouten raussuchen und alles, aber. Mittlerweile bin ich extremst dafür. Weil. Ja, weil mich die Lage noch nicht lässt. Das halt ein bisschen aufregt einfach. Deswegen kriegt das halt mal so nervig, mal wenn ich mal nichts hochladen kann und so. Also ich will schon immer aufnehmen. Ich nehme ja auch oft Zeit dafür. Jetzt wenn ich könnte, wenn ich jetzt dann. Also es gibt Tage, da nehme ich manchmal sogar nachts was auf und was ist jetzt los? Dazu sag ich mal gleich mehr. Welche Stärke muss von hier kommen? Das ist Industrieabwasser. Der Ausstattung nach zu urteilen, ist das hier keine einfache Ruine. Lass uns reingehen und herausfinden, was das in Wirklichkeit ist. Genau, ich glaube hier kann man. Ja, es gibt einmal einen Chip, den kann man benutzen, den haben wir aber leider nicht. Aber man kann ja. Obwohl nicht Queen Bee, genau, man kann hier mit Voltoron kann man den einmal so ganz geschillt rüber
Aber jetzt hier brauchen wir dann Queen Bee. Ja, ne, und zwar vielleicht ziehen wir nämlich um, also ich und meine Eltern. Was ich dann auch sehr, wo ich sehr froh auch drüber wäre, wenn wir das machen würden. Also, dass wir wohl umziehen, steht wohl so ziemlich fest. Einfach, ja, mehrere Gründe, es sind ein paar private Gründe. Ich sag nur eins, wenn ihr euch eine Wohnung sucht, also da habe ich jetzt auch schon mal Vorerfahrung, das weiß ich auch schon mal später, wenn ihr eine Wohnung sucht. Erkundigt euch, was für Nachbarn ihr habt und lasst euch da bloß nicht irgendwie verarschen oder sowas. Und habe ich gerade Mist gemacht? Also überlegt euch auf jeden Fall, was ihr da unterschreibt. Also ganz wichtig vor allem. Aber wie komme ich jetzt da raus? Fällt jetzt wieder nach unten irgendwie. Ja gut, das geht noch, aber es bringt nichts. Ah, das muss man irgendwie so komplex anstellen. Man muss ja irgendwo den Wasserspiegel erhöhen, dann kann man das abfiltern. Aber wie genau weiß ich jetzt. Doch, das war das Teil. Genau, und damit kann man den Wasserspiegel nochmal erhöhen. Genau, da kann man das hier rausziehen. Mit der Wasserspiegel erhöht, die Plattformen gehen damit nach oben. Und wir kommen an ein MP-Upgrade dran. Es war ein WM-Upgrade, da war. Aber ich finde, MP ist hier der passende Name. Ich so als alter RPG-Zocker. Ich habe auch schon, ich bin auch schon übrigens so ein bisschen fleißig schon nebenbei ein RPGs an raussuchen, die ich auch später mal displayen werde. Ich habe ja schon mal gesagt, ich werde auch den Bereich RPG nochmal mehr vertiefen, dann passt das auch noch zu den Tutorials ein bisschen mehr. Also auch so RPG-Maker-Spiele und so Sachen. Weil es da auch eigentlich viel geiles Zeug gibt und dass so vieles unbekannt ist, finde ich dann auch ein bisschen schade oder vieles, dass ich dann auch selbst auf die Art mal zocken würde. Dann habe ich auch endlich mal Blind Let's Plays. Und es sind halt auch dann viele Sachen bei, die dann auch keiner von uns vielleicht kennt. Weil es gibt auch viele verdammt geile RPG-Maker-Spiele, die leider nicht so ans Licht geraten. Und ich weiß jetzt nicht noch, wie man jetzt hier vorangeht. Ich vermute jetzt mal hier wieder mit Queenie. So. Ah, und das kann man dann, glaube ich, als Schild dann benutzen. Aber das erinnert doch ein bisschen an dieses, an diesen Hochofen da. Ach, jetzt hierfür braucht man das dann wohl. Aber ich mach's lieber so. Geht schneller. Dann noch so einen hässlichen. Oh, nein! MP sind alle. Oh oh. Kommt ganz schnell. Na gut, dann eben so. Und, ist das. Aber ich mag das Level eigentlich. Auch so ein bisschen mit dem Rumrätseln, das mit dem Wasserspiegel. Das finde ich cool. Ich glaube, das ist eine ziemlich kurze Stage. Also ich glaube, das ist sogar, ja, so ziemlich die kürzeste von diesen, ja, von diesen Hauptstages. Aber cool, ich finde es cool, find ich die trotzdem. Musik ist auch nicht schlecht. Ja, aber es leckt manchmal so komisch. Ich weiß auch nicht, was mit meinem PC in letzter Zeit wieder los ist oder ob ich wieder versehentlich irgendeine Emulator-Einstellung gemacht habe. Keine Ahnung. Ah, und ich muss dann das, glaube ich, auf eine dieser Plattformen stellen. Also wird auch viel mit Physik gearbeitet, das finde ich cool. Nur am besten andersrum. Das da drauf. Dann. So, geht drauf. Also was ich gerade noch sagen wollte, wegen Wohnung und was. Also ich habe das jetzt auch jetzt, ich sitze selbst jetzt nicht gesehen, also ich habe ja noch keine Wohnung. Würde ich natürlich gerne haben, aber schlecht als Schüler. Nicht gerade unbedingt möglich. Aber ich habe es halt auch bei meinen Eltern gesehen, also bei so Wohnungen, so was kann man so schnell verarscht werden. Man muss da echt auf jeden Mist achten, man muss sich jeden Vertrag genau durchlesen, damit man da nicht in so eine Scheiße gerät. Und ich bin froh, dass die Stacheln keinen Instant-Kill verursachen, weil das sind ja auch praktisch. Ja, okay, die Eishaften sind ja auch praktisch die Stacheln. Aber gut, dass sie keinen Instant-Kill machen. Okay, Subtank ist auch voll. Aber wir das Ding hier aktivieren. Und womit gehe ich jetzt am besten in den Fight? Ich glaube, mit Modell F haben wir gute Karten. Weil es nämlich ein fetter Eisgegner ist.
Und guck mal im Hintergrund, diese Bosse, das ist ja der erste Boss. Und hier wurden die also hergestellt. Sehr interessant. Ein großer Mechaloide. Und da drin sind noch mehr. Nö, überrascht. Diese Soldaten wurden alle hier geboren. Sie werden eines Tages das Heer des Megaman-Königs bilden. Ah, ist auch schon mal ein interessantes Detail. Hat sich Albert das alles ausgedacht? Was ich nicht so richtig check, das ist ja auch so, das ist ja an dem Hauptquartier ja dran gebaut und die haben das nicht bemerkt? Naja. My name is Bifrost. Lol, Tippfehler. Ich bin der Wächter der schlafenden Soldaten. Wenn die Zeit für die neue Welt gekommen ist, werden sie aufwachen und die Einwohner der alten Welt auslöschen. Doch vorerst, Megaman Modell A, werde ich dich auslöschen. Ich werde deine Knochen einzeln zwischen meinen Kiefern zermalmen. Das Spiel ist ab 6. Na gut, es gab auch im letzten Part religiöse Anspielungen. Das ist ja auch nicht normal für so Kinderspiele, werden es ja behauptet. Und hier mache ich jetzt mal Folgendes. Menü leckt ja zwar manchmal so ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber... Ja, das meine ich. Das leckt doch total. Erstmal auf Standard. Ja, okay. Funktioniert das also so? Okay. Dann der rechte Arm. Nein. So. Ich weiß auch nicht, was er da manchmal hat. Aber okay, fertig. Ich bin... Ach, hier, beenden. So. Okay. Ey, was hat der in letzter Zeit? Vielleicht der Emulator spinnt ja. Ich weiß auch nicht. Ah, der springt. Okay. Hab ich auch... Den habe ich auch schon lange nicht mehr gekämpft. Ah, ich weiß nicht, was macht er dann? Eiszapfen, die dürfte... Und, ach, ich hab mein E-Mail-Programm nicht ausgeschaltet, verdammt. Mensch, aber in letzter Zeit ist aber auch viel Fail bei mir. Erstmal die ganzen Pausen. Alles. Ne, ich mach eine andere Methode. Ich mache jetzt eiskalt mit CX. Eiskalt. Komm her. Einfach so. Okay, der jumpt nach hinten. Ja, ist ganz neu. Also so geht's schon mal viel einfacher. Ach, jetzt springt er drauf. Jetzt muss er aufpassen. Das ist sein Special Move. Und er kann damit auch nochmal einfrieren. Aber das war's jetzt auch. Das ist schon nochmal in zwei Hälften geteilt. Werde ich nun ausgelöscht? Bist du etwa der Anführer der neuen Weltordnung statt uns? Dann bist du Lord Alberts. Ah! Jetzt kann ich dir nicht sagen, was das überhaupt bedeutet, weil ich am Sterben bin. Aber ich hätte gerne die Antwort gehört. Also ich bin Lord Alberts was? Noch mehr Fragen, die sich also aufdecken. Bifrost-Daten kopiert. Ja, wir haben nun alle Modelle. Ich kann es auch nochmal auf dem unteren Bildschirm zeigen. Ich hoffe, ich denke daran, das einzublenden. Wir haben jetzt alles voll. Genau, mehr gibt es nämlich nicht. Und das wollen wir wieder skippen. Weil ich will lieber selbst wieder die Fähigkeiten von Bifrost zeigen. Ja, komm, mach hier. Und wo haben wir Bifrost denn? Hier. Also wir können einmal die Dinger hier werfen. Dann können wir das Maul aufmachen. Mal näher ran. Und das alles hier kaputt machen. Dann können wir springen. Wir können auch, wenn wir jetzt R gedrückt halten, kann man noch den ja machen, dann schießt er so ganz viele Eiskappen. Aber auch, darf ich so sagen, das am wenigsten benutzte Modell. Also das benutze ich echt nur für ein gewisses Secret oder für so ein paar Secrets, die wir uns auch noch bald angucken können. Der kann nämlich noch nicht mal durch Türen gehen. Ist da leider ein bisschen zu dumm für. Was haben wir hier? Aber das gucken wir uns gleich erst an. Weil wir müssen erstmal den Missionsbericht ja auch noch abgeben.
Beziehungsweise wir gucken es jetzt erst an, wenn wir erstmal die Quests erledigt haben. Weil, ja, ich spoilere es schon mal. Das ist nämlich der inaktive Transfer-War. Also der noch nicht initialisierte. Missionsbericht wird abgegeben. 300 EK. Nice. Schon wieder eine Mail, Mensch. Ja, jetzt laden die wieder ihre Videos hoch. Und ja, das war's auch. Okay, wundert mich jetzt keine Mail oder was? Ach, Mail, keine Message. Aber was ist hier? Es geht also noch weiter. Ich glaube, das ist nur für eine Quest bedingt. Wir können uns das hier nochmal angucken. Aber ich glaube, das ist hier nichts Besonderes. So, wirklich jetzt. So. Ja, also ich glaube, jetzt kommt irgendwie so eine kleine Passage, da kann man so nach links und rechts und dann sind da mal Upgrades, mal nicht und sowas. Und ich will gucken, was da oben ist. Aber ich glaube, es ist eher für eine Quest, dass man da was, dass man da entlang muss. Und jetzt geht doch noch weiter. Okay. Genau, das meine ich, hier ist jetzt nämlich nicht. Also ich meine nämlich, hier kriegt man jetzt auch nicht besonders was. Geht's mal hier entlang. Ja, okay, so ein bisschen MP-Upgrade. Da oben ist nochmal E-Kristalle. Ein Datenträger. Und ja, okay, da kommt man auch nur nach unten. Na gut, und da kann man gar nichts ausrichten und... Ich weiß nicht, wie ist mein Commentary, das ist halt total schlecht, ich weiß auch nicht. Ich habe mal das Gefühl, dass, ja, mal laber ich ohne Ende und mal sage ich gar nichts. Ich glaube, ich muss mal die Mitte finden. Also okay, wir werden hier auf jeden Fall demnächst zurückkehren und nochmal diesen gewissen Transfer-Bar angucken. Aber zuerst gehen wir ins Jägerlager zurück. Und dort erwarten uns nämlich noch einige Quests, die wir... Ich glaube, im nächsten Part werde ich wohl einen extrem langen Part machen. Ich will nämlich die Quests gerne in einem Part fertig haben. Dass wir uns halt auch dann möglichst schnell dem Finale widmen können. Dann habe ich jetzt nämlich auch richtig Bock drauf. Nur um uns auf das Finale vorzubereiten, müssen wir natürlich auch erstmal ein bisschen Ausrüstung haben. Deswegen speichere ich nochmal kurz. Ein bisschen doof ist, hat man jetzt mal das eine Feld noch frei jetzt dabei den Speichern. Da würde jetzt jeder denken, vielleicht gibt es ja noch irgendwie so ein Secret-Modell, sowas wie OX. Sehr schade, dass sie sowas nicht eingebaut haben. Aber, naja, man kann ja auch nicht alles haben, leider. Na gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns dann im nächsten Part wieder, der vermutlich Überlänge haben wird. Dann sage ich also bis zum nächsten Part und ciao!